So, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch und schön, dass ihr da seid. Ja, wer ist denn überhaupt alles da? Hallo Kerstin, hallo Jessie, hallo Schlappohr, dann Limraya, hallo, ich grüße dich, hallo Schumchen, hallo Nappelines und hallo Dennis und natürlich auch hallo an Frank. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Wir haben heute ein bisschen was vor und ja, als erstes werden wir uns jetzt um die Katastrophe hier kümmern, denn wir haben irgendwie keinen Sauerstoff mehr so in der Kolonie. Das ist ein bisschen Kacke und da werden wir uns jetzt mal heute drum kümmern. ja, da haben wir letztes Mal aufgehört gehabt in dem Moment und ja, unsere Sauerstofferzeugung reicht einfach nicht mehr für 21 Duplikanten. Das ist das große Geheimnis dahinter, warum wir gerade einfach keinen Sauerstoff mehr haben. Beziehungsweise einfach zu wenig. Ja, und jetzt hatte ich mir gedacht gehabt, so, ey, das wäre einfach mal ganz cool, wenn wir mal nicht wieder ein Electrolyzer-Setup bauen, sondern mal was anderes. Und ja, da habe ich mir gedacht, so, ja, komm, was ist denn eigentlich? Wir haben doch unfassbar viel Rost, oder? Ja, wir haben genug Rost, so 117 Tonnen. Und dann schaut man so mal so nach Salz. Und sieht so, hä? Da ist gar kein Salz. Wie kann das denn sein? Wir haben doch hier mehrere Salzbiome. Da und da. Wenn man sich das mal anschaut, gibt es einfach kein Salz. Also hier gibt es so ein paar ganz kleine Ecken Salz. Das war's. Auf der ganzen Map ist kein Salz sonst. Das ist alles. Ist ein bisschen krass, oder? Also habe ich nicht mit gerechnet. Habe gedacht, komm, wir könnten ja wohl wenigstens mal irgendwie was anderes noch mit reinbasteln, statt jetzt so wie die letzten Wochen jede Folge quasi ein Electrolyzer-Setup. Ja. Wasser in Salzer bauen, das wäre natürlich eine Möglichkeit, habe ich auch drüber nachgedacht. Aber ich habe gedacht, wir haben ja auch unfassbar viel Schleim hier. Ob wir nicht einfach, ja, uns mal eine unkonventionelle Sauerstoffproduktion basteln, habe ich gedacht. Einfach mal was anderes als ewig jede Woche wieder ein Electrolyzer-Setup basteln. Es hängt mir momentan echt sonst wo raus. Und ja, wir haben genug Möglichkeiten. Ich meine, es wäre natürlich jetzt einfach das Einfachste, auch tatsächlich auf Electrolyzer zu gehen, aber ich habe gerade keinen Bock, schon wieder eins hinzufrickeln. Und deswegen werden wir heute mal ein bisschen was anderes bauen. Wir werden eine Sauerstofferzeugung bauen aus ja, Schleim-Schrägstrich. Wir haben auch noch verschmutztes Wasser und gar nicht so ewig kalt, was sich dafür ganz gut nutzen lassen würde. Und das möchte ich jetzt mal mit euch machen. Und ja. Allerdings müssen wir die jetzt tatsächlich noch mal eben ein bisschen bauen lassen, weil die hier noch nicht ganz fertig sind. Deswegen müssen wir uns da jetzt ein wenig gedulden eben. Sauerstofftechnisch haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, wir lassen hier mal einfach ein bisschen Sauerstoff rein. Ne, über meinetwegen hier. Und ziehen uns dann einfach hier von hier einfach ein bisschen Sauerstoff rein. Das ist nicht so ein Problem. Von hier rechts ist es dann eher problematischer aufgrund dessen, dass wir hier öfter mal die CO2-Explosionen da haben und ich ungerne da 50 Kilo CO2 in der Kolonie haben möchte. So, also von hier strömt jetzt Sauerstoff rein. Das machen wir jetzt hier einfach auch eben. Und dann gucken wir mal, ob wir temperaturtechnisch erstmal so klarkommen. Oder ob das ein Problem wird. Ich weiß auch nicht, wie es mit den Pokis aussieht. Ob die vielleicht ein bisschen zu kalt denen wird. Ja, obwohl wir haben es hier minus 22 Grad, damit sollen sie klarkommen. Okay. Tja. Was nehmen wir denn? Wir nehmen erstmal Dornbeeren. Ich möchte erst den Sauerstoff am Laufen haben, bevor wir hier noch weitere Sauerstoffverbraucher mit reinnehmen in die Kolonie.
Ja, die Geschichte müssen wir heute auf jeden Fall auch noch zu Ende bauen. Und da ist die Frage, was kann da nicht gebaut werden? Automatisierungskabel. Müssen wir da vielleicht mal hier welche hinbauen? Schau mal. So. Ja, was haltet ihr von der Idee? Sagt der ein oder andere, ist Schwachsinn, macht doch lieber Elektrolyzer wieder. Wir haben unfassbar viel Flüssigkeiten oder Wasser, dann könnten wir auch Elektrolyzer machen. Oder habt ihr da mal Bock drauf, was anderes zu sehen? Also mich nervt es momentan in jeder Folge irgendwie, in der wir Oni spielen, Elektrolyzer zu bauen. Ich hätte jetzt tatsächlich gehofft, wir hätten genug Salz, aber es ist einfach nicht genug. Und ja, gut, man könnte natürlich jetzt auch entsalzen, aber ich weiß jetzt gerade nicht so, wie viel Salz man tatsächlich darüber gewinnen könnte. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch nicht so massivst viel Wasserverbrauch jetzt noch zusätzlich gerade haben. Und man dann natürlich immer gucken muss, wie viel Salz brauche ich dann für die O2-Produktion und habe ich dann überhaupt genug Abnehmer fürs Wasser? Ich habe mich schon so arg auf das Elektrolyzer-Setup gefreut. Ja, wirklich? Das ist kein Problem, Schumchen. Guckst du dir einfach ein paar Folgen der letzten Streams an, da siehst du genug davon. Hast du eine Chlorpflanze, die Salz macht? Nee, ich glaube, wir haben keine Dascher-Salzranken. Aber die würden tatsächlich auch nicht genug produzieren. Nee. Haben wir nicht. Haben wir hier nicht gefunden. Aber Dascher-Salzranken machen tatsächlich nicht genug, um das tatsächlich dann herzustellen. Beziehungsweise die futtern halt auch immense Mengen an Sand. Das ist das größere Problem da dran. Und ja gut, Sand hätten wir sogar noch hier einiges. Aber es ist schon nicht so ganz ohne, was die wegfuttern. Hallo Sunny, ich grüße dich. Wie sieht's hier aus? Haben wir alles fertig? Sieht so aus, ne? Ah, da fehlt noch was. Oh, hier fehlt noch jede Menge. Wir brauchen Sand. Geht kein Regolith, oder? Nee, da geht kein Regolith. Leider nicht. Das wäre cool. Das wäre cool. Aber ist sowieso raus, weil wir hier keine Dascher-Salzranken haben. Wir brauchen noch Stroh. Ja. Mann. Okay, wir basteln einfach hier einen hin und fertig. Wo müssen wir? Ach, da müssen wir. Dann machen wir jetzt einfach hier einen hin. Zum Glück haben wir das Kabel hier schon hingezogen. So, dann machen wir das so. Oh mein Gott, ich baue hier wieder voll den Rotz. So. Da müssen wir nichts automatisieren, allerdings brauchen wir da eine andere Pumpe, die hält nicht so lange. Die Pumpe besser aus Goldamalgam bauen, oder? Ja, das hast du richtig erfasst, Schumchen. Das hast du viel schneller und sinnvoller gemerkt als ich. Es wird langsam wieder besser. So, dann wird das am Bauen. Ich möchte das allerdings jetzt hier oben gleich mal fertig haben. Und vor allen Dingen, ich habe StarMac-Q habe ich aktiv und theoretisch sollte es jetzt so laufen, dass Kerstin nacheinander jetzt hier die Asteroiden sich anschaut. Ich hoffe, dass das klappt. Lass uns gleich mal drauf. Boah, Kerstin ist schnell, ey.
Was sie sich wieder freut, dass sie endlich da durchgucken kann. Übrigens, ich habe das auch bei den anderen gesehen. Also das ist ja unfassbar, was das hier für Asteroidenstürme sind, ey. Das ist ja übelstes Armageddon. Jetzt in Pause oder was da jetzt Phase? Glaube. Ja. Ich esse eine Pause. Wie meinst du das? Wie meine ich was? Bist du? Ich weiß jetzt gerade nicht, worauf sich deine Frage bezieht. Wie kein Magmatit mehr? Doch. Was war das? Kerstin ist am Duschen. Ich habe nur mit einem halben Ohr gehört, dass sie irgendwie Armageddon ist mit dem Asteroiden. Kids waren gerade laut. Ja, irgendwas ist hier mit den Asteroiden, die da runterkommen, nicht so ganz richtig. Also die Menge, die da runterkommt, ist viel, viel, viel zu hoch. Ich meine, im Endeffekt ist das auch scheißegal, wie viel da gleichzeitig runterkommt, ne? Aber wenn man jetzt noch keine Bunkertüren oder Ziegel dahingesetzt hat und die kommen gerade in dem Moment runter, das ist schon ziemlich übel. Also da gibt es auch so einen Clip vom Boomer, wo man das ganz gut sieht, dass da einfach die Hölle ausbricht, sobald die Asteroiden anfangen einzuschlagen. Hallo Chris, ich grüße dich. Rohr blockiert. Conny meint den Meteoritenschauer. Ich sag einfach demnächst nur noch Himmelskörper zu allem. Zu allem. Dann ist das zwar richtig, aber kein Mensch kann mich mehr verstehen. Aber dann ist es wenigstens richtig. Oh, Kerstin hat weitere Himmelskörper entdeckt und das funktioniert. Kann ich euch nur wärmsten empfehlen, ne? Den Mod. Starmap Q heißt er. Vielleicht kann Kerstin den auch mal verlinken oder jemand anders. Oder falls ihr nicht die Rechte habt, auch einfach gerne im Discord mal in Dreinhalle hauen. Lohnt sich schon wohl gerade bei der Menge an Himmelskörpern, die wir hier tatsächlich... das sind unfassbar viele, aber wir haben auch mit dem Mod gearbeitet, der alle Himmelskörper hier reinbringt. So, dann haben wir das gebaut. Was jetzt fehlt, ist gerade Wasser. Wasser kommt. So, warum hat das jetzt wieder aufgehört? Oh, wow, okay. Der Weltraumkram kommt im nächsten Stream. Ich kann mich wohl nicht mehr drücken. Nee. Boomer hat sich auch, solange es geht, versucht davor zu drücken. Frechheit. Ich habe einfach mal jetzt hier keinen Strom an die Pumpe gemacht. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. Das habe ich ja gut hinbekommen. Wir setzen mal hier einen Ziegel hin, damit uns das Wasser nicht flöten geht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen... Wir nehmen Radiatorrohre. Die werden uns im ersten Moment ziemlich schnell wegplatzen, aber danach ist mir das egal. Aus Kupfer. Die setzen wir erstmal bis hier hin. Und wir setzen da auch noch ein Automatisierungskabel hin. Ich weiß noch nicht, ob und wie ich es automatisieren will. Aber dann haben wir es schon mal. Strom brauchen wir noch. Oder wir gehen besser da dran. Da ist noch nicht so ewig viel dran. Ich kann ihn verstehen.
Müssen wir aufhören, euch sofort zu drücken. Ihr habt das alle schon gemacht. Gibt gar keinen Grund, dass ihr euch davor drückt. Da fehlt noch ein Kabel. Aber Boomer hatte vorhin gemeint, er muss nur noch Moose holen. War etwas knatschig, dass der Kerl nicht gestreamt hat, als ich vom Kids holen zurückgekommen bin. Warum? Hä? Hat er alleine weitergespielt oder wie? Ich hab mich doch auch nicht davor gedrückt. Ja, Schumchen. Lassen wir das. Bin auch kurz vor den Moose. Denke, morgen habe ich das auch geschafft. Ja, ich habe keine Ahnung, wie weit wir heute kommen, aber ich würde gerne wenigstens die Artefakte heute schaffen. Das wäre so ein kleiner... Also das fände ich schon ganz gut. So, wir lassen jetzt erstmal... wir lassen das jetzt mit dem Reinpumpen erstmal. Die Menge an Wasser reicht mir erstmal. So, wie habe ich das jetzt hier aufgebaut? Das ist der Kühlkreislauf für die Minenroboter. Da müssen wir noch irgendwie Petroleum reinballern. Und hier bräuchte ich eigentlich auch Petroleum. Aber wir können schon mal hier sagen, nur beim Aufräumen. Und Filtermaterial. Regolith. Das übertragen wir mal hier hin und lassen wir jetzt mal eben den ganzen Arsch voll aufräumen. Wir schauen mal eben, ob die Temperatur hier auch passt von dem Zeug. Aber müsste eigentlich alles heißes Zeug sein. Ja, das sieht ziemlich heiß aus. So, bevor wir jetzt alles da rausräumen, gucken wir mal erst, ob ich nicht noch irgendwie... Ja, ich hab's mir gedacht. Das nehmen wir mal ganz schnell da raus. Ansonsten haben wir vielleicht ein kleines Problem. So. Das ist eine verdammt nette Komfortzone und ich fühle mich dort sehr wohl. Bla 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 bla. Ich habe heute nochmal angefangen. Das muss alles schneller gehen. Meine Dukes verhungern, sonst irgendwann. Ach, Sunny. Wenn du Probleme hast, kannst du dich auch gerne melden. Bist du mit dem neuen Gebäude für Temp im Weltall zufrieden? Hatte das nach deiner alten Technik gemacht, Luftziegel plus Petroleum. Das kann ich dir doch nicht sagen, Chris, das werden wir heute erfahren. Ja, die Frage ist, wie machen wir es mit dem Petroleum? Ich habe keinen Bock, hier schon wieder eine Leitung hinzulegen. Ich meine, tendenziell ist es hier relativ warm mittlerweile, ne? Relativ. Machen wir das mal so. Dann machen wir hier eine Handpumpe rein. Da machen wir einen Hydrosensor rein. Der wiederum so. Und dann geben wir den Kack da rein und dann schauen wir, dass wir das irgendwie hier oben reinkriegen. So, warum räumt das hier keiner auf? Oh nee, ich wusste es. Die haben es irgendwo anders hingebracht. Wo habt ihr es hingebracht? Kleinen... Wo bringt ihr es hin, verdammt? Okay, wir müssen sie verfolgen, dann sehen wir wohin.
Ist doch nicht wahr, oder? Dass die auch immer... Vor allem stehen die da oben auf 9. Warum bringt ihr das nach hier hin? Hört auf damit. Ey, bla bla bla, stand da nicht. Doch, zwischen den Zeilen habe ich das auch gelesen. Die Meteoritenschauer vermisse ich im Addon. Hallo Elmo, ich grüße dich. Ja, es macht das Ganze sehr viel einfacher, aber ich glaube, im DLC wäre es auch sonst echt schwierig geworden. Also ich kann es mittlerweile ganz gut verstehen. So, jetzt kommen sie mal endlich ran hier. Ist ja der Hammer. Konntest du Pakus finden, Dennis? Das größte Problem ist, an das dritte Essen für den Einsiedler zu kommen. Bislang noch keine Idee, wie das gehen soll. Hä? Okay, Dennis. Also Kerstin und ich hatten uns da vorher Gedanken zugemacht und eigentlich war das jetzt nicht so ewig problematisch. Hatten wir gedacht. So, wir müssen das übrigens hier mal... Okay, also das funktioniert schon mal. Das würde nur noch besser funktionieren, wenn wir da Petroleum reinmachen. Man braucht da plus 4 Quality Food. Surf and Turf, ja, zum Beispiel. Das Problem schreibe ich dir mal im Discord. Hatte ich auch mit gerechnet. Geht aber trotzdem. Ist nur ein kleines bisschen aufwendiger geworden. Meintest du jetzt mich, dass du das im Discord schreibst, Kerstin? Irgendwer hat eine Sauerei gemacht. Oh? Oh? Hä? Es ist zu heiß geworden. Wieso ist es zu heiß geworden? Okay, wodurch wird das blockiert? Nur durch den Füllstand. Okay, dann machen wir mal unter 900, dass da mal ein bisschen was Kaltes reinkommt. Ja, schreibe ich die. Achso, okay. Plus 4 Quality können doch auch alle anderen Sachen aus dem Erdgasgrill sein, oder? Ja, genau. Hallo Pete, ich grüße dich und hallo Rich. Ja, man muss erstmal Dinge finden, Jesse. Es gibt keinen Salat, kein Paco etc. auf dem Planeten. Ja, okay. Es fehlt nur an Zutaten. Erstmal die Dumus, also das dauert noch. Geht aber Wasser gleich aus für die Dingens. Aber jemand ist hier doch auch mit dem Sauerstoff irgendwie nicht so ganz richtig.
das läuft. Nein, ich ziehe nicht den Sauerstoff hier weg. So, haben wir jetzt wieder Wasser? Nö. Hat nicht wirklich viel gebracht hier. Erstmal, hallo Didi, ich grüße dich. Ja, ich hab's verstanden, ihr könnt nicht auf Toilette gehen. Aber, also rein theoretisch, müssten die Samen doch in den Gebieten sein, oder nicht? Also nur erwärmen. Für die richtige Temperatur. Ja, ich hab ein O2-Problem. Didi. Oh nein, oh Mann. Zu viel gleichzeitig hier, so eine Scheiße. So, Wasser kommt jetzt rein. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht zu warm wird, aber ich denke nicht. Jesse spielt einfach New Game Plus statt zum Mutmaßen. Ja, also ich werde dann nochmal mit Kerstin quatschen und sag mal, wenn es gar nicht gehen sollte, werden wir es halt noch anpassen, ne? Aber wie gesagt, ich quatsche erstmal mit Kerstin und wenn, dann werden wir das halt auch noch dementsprechend dann kundtun, falls wir noch was anpassen müssen. Aber ich glaube nicht. Die Produktion ist gerade auch ziemlich runter. Sieht auch nicht so geil aus. Was hängt denn hier gerade alles dran? WTF, das ist doch nicht so gewollt von mir. Dass das da verbunden ist. Ah, das war das Problem. Ist immer noch viel hier auf einmal, aber geht. So, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass wir zwischen... Ah. Okay, das war jetzt vielleicht auch ganz glücklich, die Fügung, dass die Leiterkabelbrücke hier zerlegt ist, weil... Das... Ne, der geht damit drauf. Kleiner 31. Sitzen wir auf kleiner 30. Und dann werden wir jetzt aber hier nochmal einen anderen Temperatursensor reinbauen, der definitiv nur für die Pumpe da unten ist. Weil das gerade irgendwie ein bisschen zu tückisch ist. Scheint, hat das von da unten das Wasser doch ein bisschen zu viel reingeballert. Ich meine, das ist auch ein langer Weg, ne? Aber mal sehen.
nur schwieriger als gedacht. Okay, es war vorher schon nicht so einfach, ne? So. Wasser läuft, aber... Nee, Wasser läuft. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis das überall wieder die Menge ankommt. Weil das jetzt erstmal die... dauert, bis das durch die ganzen Pflanzen durchkommt. Weil jede Pflanze will jetzt erstmal ihren Teil vom Kuchen haben und dann dauert das, bis wir die ganze Leitung wieder gesättigt haben. Das hier überhaupt für ein Quatsch von mir. So, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Temperatur ist okay. Also es kühlt sich hier genug ab. So, und dann werden wir jetzt mal eben hier auf die Schnelle, bis wir Ersatz haben, einen Elektrolyzer hier einfach reinstellen. Ja, überlegen wir das Ding und dann setzen wir jetzt da einen Elektrolyzer rein und fertig. So. Dann wischen wir jetzt hier auf. Noch. Was so noch zum Aufwischen da ist. Ich glaube, den Rest haben wir. Ja. So. Jetzt kommen wir zu der Geschichte. Ja, das habe ich auch gut hingekriegt hier, dass wir da jetzt mit Wasser drin haben. So. Es läuft da weiter rein. So. Dann ist das jetzt automatisiert. Grünes Signal unter 500 Kilo ist okay. Dann können wir da wieder verbinden. So, temperaturmäßig werden wir hier nicht mehr unter 0 kommen, denke ich. So, jetzt kippen wir hier mal ein bisschen Petroleum rein, damit das mal ein bisschen flotter hier mit der Temperaturübertragung wird. Weil das Regolith ist heiß genug, also die Menge ist auch genug, aber Regolith auf Metallziegel übertragen, das dauert halt immer ewig. Kupfer, Stahl, Stahl, Kupfer. Ah, jetzt geht's auch mal nach oben. So, das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Beziehungsweise jetzt wird es vielleicht noch mal ein bisschen schneller gehen, weil rechts auch mithilft. So, haben wir hier unten schon die 90. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen da an der Stelle. Okay, aber das wird gleich wohl schon laufen. Kerstin ist hier am Machen, denke ich. Kerstin unerreichbar, was ist da Phase? Wenn wir hier vorne ein paar hinpacken, weil hier hinten wird gerade gar nichts mehr aufgeladen. Der hat keinen Strom bekommen. Kann sein, wir noch mal legen und hoffen. Schauen wir mal. Ich freue mich übrigens super riesig auf New Game Plus und das ist auch einer der Gründe, warum wir die Standard-Antarktika-Challenge nicht mehr so ewig lange spielen. Ich war am überlegen, ob wir hier auch noch ein bisschen basteln werden und sowas. Aber okay, ne, alles gut. Aber da ich auch noch mal irgendwann New Game Plus spielen möchte, werden wir jetzt nicht so ewig viel hier rumbasteln. Nichtsdestotrotz ist das hier schon mal ein ganz netter Test dann für New Game Plus auch mit der anderen Sauerstofferzeugung.
So, können wir jetzt hier irgendwas großartig machen? Eigentlich nicht mehr, außer vielleicht schon mal die Minorbatter schon mal irgendwie an die Kühlung kriegen, beziehungsweise kriegen wir ja auch noch mal ein bisschen Temperatur mit rein. Das zieht sich jetzt hier ganz schön. Ja, wir kriegen auf jeden Fall Temperatur damit rein, dadurch, dass die Minenroboter warm werden. Und wir werden jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen und die Radiatorrohre noch durchlegen durch die Türen. Das hilft nämlich auch nochmal, das noch mit zu erhitzen. So, was haben wir hier genommen für welche? Granit. Soll die Magma eigentlich auch wieder in einem Flüssigkeit sein? Kann sein. Ja, kann, muss aber nicht. Okay. So sagen. So, die sind nämlich auch wunderschön warm hier, die Bunkertüren, weil die aus der gesamten Menge vom Regolith halt Temperatur aufnehmen. Und wenn das hier unten ankommt, ist das ja nur noch die Hälfte. Dementsprechend halbiert sich auch die Menge an Energie, die da drin ist. Und so können wir schon mal vorher etwas Energie rauszwacken und die unserem Dampfraum auch zuführen. Und damals, weiß ich noch, im Traumhotel lange Diskussionen drum. So, Lima. Ach Quatsch, die sind ja jetzt woanders. Oh, das wird dauern, bis ich das auf den Pin kriege hier. So. Da musst du noch Rohre. Ja, mach ich gleich. Okay, das passt. Nee, das passt nicht. Ich Idiot. Machen wir es so. So, machen wir hier noch erst eine Brücke hin, eine Leiter gleich hin. Oder wir lassen die nochmal eben weg. Ja, klar, warum das auch so lange dauert. Ja, ganz ehrlich, warum dauert das denn jetzt so lange? Aber ja, das ist ja auch alles schon hier mit dem Wasser verbunden. Deswegen zieht das gerade schon so viel hier runter. Also man sieht ja, dass das Regolith von der Temperatur runtergeht, aber es ist ja auch jetzt schon mit dem Wasser verbunden. Durch die Wärmetauschplatten hier wird ja das Wasser auch direkt mit erhitzt. So, dann machen wir jetzt hier dicht. Da brauchen wir diese nervige Meldung nicht. Und grünes Signal über 500. Passt. Müssen wir jetzt nur ein bisschen umdenken. So, und dann können wir nämlich hier sagen, Petroleum. Vielleicht auch erst noch ein Stromkabel dran und Rohre und so. Wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll. Tendenziell wäre es auch eigentlich sinnvoll gewesen, eine Leitung Petroleum nach oben zu legen, weil wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ja auch noch eine Petroleumrakete bauen müssen.
So, hier müssen wir noch schnibbeln, genau wie da. Oh, schon fertig. So. Machen wir das zu Ende, dann sollten wir es haben. Den müssen wir gleich noch einstellen. Der ist momentan so eingestellt, dass wir irgendwie wenigstens die Temperatur hier rüber kriegen. Acht. Neun. Ja, also man sieht, das Wasser wird jetzt warm durchs Regolith hier oben, aber es dauert halt. War jetzt auch nicht so die kleinste Menge an Wasser, die ich hier reingekippt habe. Aber wir können natürlich hier auch mal wieder einfach aufräumen lassen und da schon mal wieder mit reinkippen. Kann nur helfen. So, das können wir jetzt umstellen. Also das ist natürlich eine Variante, die funktioniert, aber dauert halt entsprechend ein bisschen. Das Petroleum, was jetzt hier durch die Bunkertüren gehen wird, beziehungsweise hier auch nochmal durch das warme Regolith in diesem Moment. 309 Grad. Bin gerade nicht sicher, wie viel hält ein Petroleum nochmal aus? Bis 500? Müsste eigentlich drüber sein, ne? Ja, 538, okay. Also kein Problem. So, und jetzt kommen hier schön mollige 240 Grad an. Das natürlich jetzt gerade keine Verbindung hat zu dem Wasser. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Ja. Kleiner Tipp von mir, baut es nicht so klein, dass ihr diese Schleife hier nicht mal bis zum Boden bekommt. Was eine Kacke, ey. Jetzt läuft das schön heiße Petroleum hier durch. Bringt uns gerade gar nichts. Zumindest noch nicht, bis wir Dampf haben. Klasse Bild. Das geht auch so. Guck, da ist der erste Dampf. Das hat das Regolith gemacht, von alleine. Jetzt müssen wir den allerdings wieder umstellen. Grünes Signal unter 200. 200. Ich glaube, jetzt müssen wir das Signal umdrehen, deswegen über 300. So. Hätten die Dampfturbine noch automatisieren sollen? Naja. Mal lieber ein bisschen zu warmen Dampf als zu kalten. Dann platzt uns wenigstens nicht alles weg. So, dann können wir hier nochmal wieder ein bisschen aufräumen. Machen wir mal 180, damit das nicht ganz so... Das Ganze ist ja ein bisschen träge bis hier unten.
Ich würde gerne da noch mal rein für die Dampfturbine. Dass die halt erst ab einer gewissen Temperatur auch wirklich anspringt und wir genug Puffer nach unten haben und der Dampf in den Rohren nicht sofort wegkondensiert. Guck mal, der Klassebild funktioniert, Kerstin. Jetzt musst du mir den Stinky vorstellen, der dir die Zunge rausstreckt. So nämlich. So, ich hätte gerne hier ein bisschen Petroleum. Wer gesagt, klasse Bild. Ja. Hast aber auch die Schere auf, Conny, auf die Schnittkerstin. Da jemand? Meint er auf die Schnittkerstin, okay. Hallo zu Wölkchen, ich grüße dich. Ich hätte gerne. Danke. Das reicht mir schon. So, dann dürfen wir da noch rein? Yes. Automatisierung. Na, setzen wir nochmal einen neuen Thermosensor für. Und dann soll die Dampfturbine erst, keine Ahnung, ab 160 Grad oder so laufen. Dann haben wir genug Puffer zum Kondensierungspunkt. Kondensationspunkt. Also ich bin ganz ehrlich, ne? Ich glaube, Chris hatte vorhin gefragt. Also das tut's doch super. Die Dinger werden abgekühlt, hier die Minenroboter. Es kommt mit 153 Grad hier rein. Die Minenroboter kühlen gerade runter. Also es ist doch eigentlich... Sind eigentlich die Kühlung der Datu? Mehr noch nicht. Weil da noch Wasser fehlt. Wasser? Wasser. Eigentlich bräuchten wir ja auch noch eine Steuerung für den Dampf. Beziehungsweise für die Menge da drin. Aber wir können jetzt erstmal sagen, grünes Signal über... 180. Dann ballern wir da jetzt gleich erst nochmal wieder ein bisschen Wasser rein. Und dann können wir auch die Kühlung dafür schon mal zum Laufen bringen. Ja, ist nämlich hier auch voll. Ersetzt das Petroleum und Co. Ja, genau, das neue Teil hier. Setzt du dahinter, Jesse? Ne, und dann sparst du dir diese ganze ich kipp Petroleum auf den Boden Geschichte, was sehr cool ist. Also das finde ich ist eine richtig gute Neuerung. Das erspart echt viel Aufwand bei den Weltraum-Setups. Und man hat halt eine Gefahrenquelle auch weniger, ne? Also es war immer die Gefahr, dass irgendwie dann doch nochmal Petroleum da wegglitscht oder wegkommt. Irgendwie. Wie auch immer.
Und dadurch, dass das jetzt tatsächlich ein Wärmetauscher ist, der da als der da jetzt auch wirklich ein Gebäude ist, kann da nicht mehr so viel passieren. Jetzt sollte man natürlich irgendwie auch den Kreislauf hier reinballern, ne? Bestimmt einer zu voll, oder? Sieht gerade ziemlich voll aus. Grünes Signal über 25. Das reicht so schon. Beim Regolithlager wird auch noch Petroleum gekippt. Oh ja, dankeschön. Didier, wie ignoriert dich einfach? Hast du dich da noch nicht dran gewöhnt? In dem Fall selbst schuld. Ja, das stimmt. Das spinnt wieder, ey. Okay, es läuft weiter, obwohl es nicht im Kreislauf ist. Okay, Glück gehabt. Gerade so noch die passende Menge hier gehabt. Hier noch. Scheiße, ey. Wie sollen wir denn hier noch irgendwo hinkommen? Ehrlich. Liebe solche Räume, ne? Wenn man nicht mehr weiß, wo man mit den Kabeln lang soll. Etwas Glück kommen die da dran. Grünes Signal unter, keine Ahnung, 500 Kilo. Da sind wir auch gleich dran. Und dann haben wir definitiv genug drin. Hätte ja lieber verschmutztes Wasser für den Kreislauf genommen. Warum? Chris, erkläre dich. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt sollte das eigentlich aufhören. Oder auch nicht, weil das Kabel noch nicht bis zu Ende gebaut ist. Bei diesen kleinen Kabeln geht er doch rucki zucki. Also, tut, guck. Fertig. Der Wärmetauscher aus Blei hat der eine Überhitzungstemperatur? Ne, der hat keine Überhitzungstemperatur. Das wäre ziemlich komisch. Aber der hat einen Schmelzpunkt bei 327 Grad. Was nicht so cool ist.
Und irgendwas ist hier nicht koscher. Ah. Wo wir gerade von sprechen. Da ist der erste wohl gerade weggebrannt. Geschmolzen. So eine Kacke, ey. Ja, baut ihn nicht aus Blei. Nicht hier oben. Hier oben nichts aus Blei bauen. Das wird euch richtig ärgern. Hätte man nicht auch schnell den Ausfluss automatisieren können? Steht schon länger im Chat. Was denn? Was steht schon länger im Chat? Blei und Plastik sind super im All, auf jeden Fall. Nein, den Auslauf hättest du nicht besser automatisieren können, Jesse, weil das Wasser dann hier steht in der Leitung. Und bei den Temperaturen dauert es nicht so lange, dann macht es Knickknack und das war's mit der Leitung. Wärmetausch an dem Blei. Was heißt denn wo von dir oder was? Da wäre es bestimmt gewesen, wenn man das Regolith in den Dampfraum geschickt worden wäre, oder? Na, nicht unbedingt, Jesse, weil so müssen die nämlich nicht in den Dampfraum rein. Und vor allen Dingen kann ich es dann steuern, wenn das hier zu warm wird. Ja, irgendwann ist ja vielleicht der Punkt erreicht, wo ich es zu warm habe und dann ist da nämlich die Steuerung mit der Tür. Spezifische Heat-Kapazität ist höher als vom Wasser und die Temperaturreichweite vor einem Wechsel des Aggregatzustands ist besser. Darum, Supercoolant verfügbar ist, die Kühlkreisläufe besser verschmutztes Wasser nehmen. Also das mit der Temperatur nach oben und unten stimmt. Aber es gab vor einiger Zeit ein Update und das hat die spezifische Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit von Wasser und verschmutztem Wasser gleich gemacht. Beziehungsweise die Wärmeleitfähigkeit ist von Wasser zum Übertragen von Temperaturen sogar besser. Wo ich dir zustimmen muss, ja, verschmutztes Wasser hat einen geringeren Gefrierpunkt, einen höheren Verdampfungspunkt, aber der spielt halt bei einem Kühlkreislauf keine Rolle. Also wenn der Vakü das nicht hinkriegt, zwischen der Temperatur und Verdampfung zu haben, dann läuft hier irgendwas gewaltig schief. Also wenn ihr konstant sagen könnt, die Temperatur passt, ist das okay, Wasser zu nehmen. Wo ihr damit rechnen müsst, dass ihr mal über 100 oder unter einen Gefrierpunkt kommen könntet, dann ist verschmutztes Wasser sinnvoller, ja. Seit wann ist das denn? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es seit, boah, lass mich lügen, einem Jahr so. Also es stimmt, davor war es immer sinnvoller, verschmutztes Wasser zu nehmen aufgrund der Eigenschaften, also der Kapazität und auch der Leitfähigkeit, aber das wurde vor grob einem Jahr, glaube ich, oder länger mit dem Update, wo auch die Kühlung angepasst wurde, wurde das mit reingebracht. Also korrigiert mich, wenn ich da Quatsch labe, aber ich meine, es war so, oder Kerstin? Ich meine, dass es damals so um den Dreh gekommen ist. Da haben wir uns noch sehr gewundert gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Gut, verstehe. Ich meine, die Idee war, den Räumer bzw. Belader zu automatisieren und das Regolith im Anschluss weiter zu nutzen. Und ja, beim Tippen merke ich gerade, dass ich ins Langzeit-Gameplay will. Also egal, ich denke schon wieder quer. Er ist gefühlt schon jahrelang so, dass Wasser so gut ist wie Schmutzwasser. Ja, also es ist schon ein Zeitchen her. Also die Änderung kam jetzt auch nicht. Also es ist halt wie immer bei Clay, ne? Es wird was geändert und entweder kriegst du es mit oder halt nicht. Also muss man halt die Patchnotes für lesen, ansonsten kommt man das nicht mit. Oder ist es per Zufall? Ja, Nachteil an dieser ganzen Förderschienengeschichte ist halt, Jesse, Regolith hat halt eine super beschissene Kapazität von 0,2. Das ist halt gar nichts, ne? Und wenn du davon immer nur 20 Kilo über eine Förderschiene jagst, hast du da einfach nicht besonders viel Energieübertragung. So, und jetzt haben wir hier einfach mal, keine Ahnung, 150, 170 Tonnen Regolith liegen.
ja, bei der Menge ist das dann auch egal. Und du hast halt in dieser Menge dann eine direkte Übertragung mit dem Petroleum auf dem Metallziegel. Benutze seit Jahren nur verschmutztes Wasser. Das rauszubekommen ist, glaube ich, auch schwer. Ja, wie gesagt, es lohnt sich auch immer noch in Bezug auf die Veränderung der Aggregatzustände. Aber ansonsten gibt es da kaum noch Unterschied. Salzwasser wiederum ist schlechter gewesen. Nee, das ist Sohle. Salzwasser. Kapazität 4,1 und 0,69. Ja, auch nicht viel, ne? Aber ein bisschen halt. So, Sauerstoff sieht gut aus. Okay. Das sieht auch gut aus. Jetzt müssen wir halt nur noch ein bisschen wärmer kriegen. Das sollte jetzt zwangsläufig passieren. Und achso, ich muss jetzt auch noch hier die Dingens wieder bauen. Die Wärmetauscher. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum da nichts passiert. Okay, aus Kupfer. Das ist okay. Hab meine Nahrung! Ja, GG, genau. Glückwunsch. Ich freue mich da so drauf, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, ich hoffe auch, dass Jesse und Boomer vor mir dran sind. Sonst muss ich die irgendwie wegbannen oder so in der Zeit. Die sollen sich mal selber einen Kopf machen. Das wird tatsächlich, also der erste Part in New Game Plus, nö. Der erste Part im New Game Plus wird echt hart. Also, wer da nicht schon irgendwie sich ein bisschen was überlegt hat und dann wirklich so reingeht, das wird echt schwer. Echt schwer. Wer ist Kerstin jetzt eigentlich so? Oh, okay. Haben wir schon irgendwas Interessantes gefunden? Also. Kohle, veredelter Kohlenstoff, Diamant. Veredelter Kohlenstoff, Kohle, Diamant. Dann Rohöl, Petroleum, Methan, bla bla, Metallhedges. Wir suchen ja eigentlich die Moos, ne? Steinhedges. Feuchtwurz, Graupelweizen, Steinhedge. Ach, da haben wir es schon. Auf 50.000 Kilometern. Organische Masse, Gassy Moos und Gasgrass-Arm. Da wollen wir hin. Ich könnte New Game Plus auch einfach offline spielen. Ja, mach doch. Mir doch egal. Wäre sogar noch witziger. Dann hast du nämlich keinen, der dir hilft. In dem Moment. Dann musst du es in dem Moment sogar für dich ganz alleine lösen, Jesse. Da ist nichts mit Chat. Jesse holt sich einfach für die Aufnahme irgendwen mit in die Aufnahme. Ich hab Finger schon auf der Nase. Mich darfst du nicht fragen. Ah, da freue ich mich drauf, das wird lustig. Nee, wir nehmen jetzt erstmal keinen an. Ich möchte jetzt die Sauerstofferzeugung mal jetzt hier auf einen schönen grünen Zweig bekommen. So, wir werden jetzt dafür als erstes hier was ganz Tolles hinbauen. Und dann werde ich euch gleich erklären, was der Plan ist. Ich helfe dir, Jesse. Nein, nein, nein. Ich soll das alleine schaffen. So. Was ist da? Dann gerne hier. Nee, stopp, falsch. Ich habe das vor Ewigkeiten mal ausprobiert. Und hoffe, das funktioniert noch so, wie ich das
gerne machen möchte. Bin da noch nicht so ganz sicher. Werden wir sehen. Wir werden es sehen. Chris ist nett. Nehmen wir ein Beispiel an Chris Conny. Hast du deinen Spom eigentlich von Boomer oder eher von dir? Hast du Trimageddon nicht geguckt? Würde ich dir empfehlen. Schau mal vorbei. Da wird das auch klar. Ich sag da jetzt auch nichts zu. Da wird klar, wer von wem geklaut hat. So, hier werden wir zwei normale Ziegel reinmachen. Hier werden wir jetzt mal Förderschienenkreislauf ziehen. So. Ja, mal gucken, wo wir damit hingehen. Dann brauche ich noch ein isoliertes Rohr. So. Ein bisschen warm genug für Petroleum sollten wir. Dann kippen wir jetzt hier Petroleum rein. Hat schon irgendwer einen Plan, was ich da tue? Das wird für Sauerstoff. Leider noch nicht. Steht auf der Liste. Bin ja erst seit Antarktika durch Krillo bei dir. Ach so. Okay. Ja, lohnt sich. Also für die Leute, die Trimageddon nicht kennen, ne, ist ein abwechselndes Multiplayer von Jesse, Boomer und mir. Und das Interessante daran ist, dass wir auch eine dreigeteilte Karte haben. Das heißt, jeder hat seinen Bereich. Jeder hat seinen Duplikanten und die Zeit, in der man nicht spielt, müssen die Duplikanten alleine klarkommen. Es darf auch kein anderer eingreifen. Ich glaube, das reicht sogar schon. Kann mir vorstellen, was das wird. Hallo Conny. Hallo Originalmu, ich grüße dich. Gerade überlegen, ich glaube, wir müssen das noch vorher leer pumpen. Dann ist die Frage, wie komme ich da rein? Also Wasser und Schmutzwasser haben seit dem 5.9.2018 die gleiche SHC, siehe Rocketry Update. Echt? Okay, das ist jetzt doch etwas länger, als ich erwartet habe. Was tropft da schon wieder? Achso, das ist nur das Wasser von da oben. So, dann können wir hier schon mal ganz wichtig alles aufräumen lassen, was hier so rumfliegt. Dann Lufterfrischer. Können wir da schon mal hinbauen. Wir zerlegen die Dinger hier. Dann brauche ich jetzt hier einmal etwas Petroleum. Willst du das mit Schleim, verschmutzter Erde machen? Das mache ich mit Schleim und mit verschmutztem Wasser.
Also wenn das eine nicht verfügbar ist, dann kann wenigstens das andere ausgasen. Und so viel Petroleum sollte da nicht rein. Verschmutztes Eis schmelzen? Ja, könnte man auch, aber... Nee, schmelzen können wir da drin nicht. Nee. Nee. Das können wir nicht machen. So. Obwohl, nee, das ist Quatsch. Das war gleich zu viel rausräumen. Oh, jetzt habe ich alles abgebrochen. Oh. So. Chris habe ich halt auch noch nie gehabt, abgesehen von Sensebox. Ich bin auch in einem Gameplay erst gewachsen, als Conny und Kerstin mich aus meinem Komfortbereich gezerrt haben. Ich maule viel, aber eigentlich bin ich beiden ziemlich dankbar, dass sie mich ein bisschen schubsen aufgrund solcher Challenges. Ja, das ist ja auch der Grund dafür. Es ist halt bei vielen Leuten so, dass die sich halt einfach gerade so im Middle Game ziemlich verfransen. Und gerade im Hauptspiel war das viel so, dass dann viele auch einfach gar nicht großartig mit den Raketen angefangen sind. Das ist ein bisschen schade und genau dafür sind halt auch diese ganzen Challenges da, einfach mal ein bisschen die Leute raus aus ihrer Wohlfühlzone und dann mal im Sinne der Challenge dann auch wirklich was fertig bekommen. So, während das läuft, können wir dann schon mal weitermachen. Und zwar brauchen wir Räumer. So. Theoretisch so und so. Also einmal hin und einmal zurück. Wobei ich noch nicht weiß, ob wir das... Da gucken wir mal. Ich glaube, wir setzen uns einfach da drüber. Oder so. Da haben wir gleich noch hier Platz. So, dann können wir hier die ganzen Lagerbehälter hinschmeißen und wenn gleich hier gebaut ist, können wir die Leitern abreißen, dann kommen da Pumpen hin. Middlegate kann man sich ja auch wunderbar vertüdeln. Das war wieder ein dezenter Hinweis gerade von Kerstin, dass ich hinne machen soll, glaube ich. Ist mir egal. So, das haben wir. Wir können aber schon mal eine Pumpe legen. Nö, war nur eine neutrale Feststellung. Okay. kommen wir da jetzt am geschicktesten rein?
So, dann. Brauchen wir hier ein paar Lagerbilder. Wobei wir hier einen tatsächlich... Machen wir es so. Das passt einfach. Oh mein Gott. So. Aber Conny, wo soll der verschmutzte O2 durch die Luftziegel kommen? Das sage ich gleich. So. Wie habe ich die denn da hingesetzt? Das ist eigentlich Quatsch. Die können wieder weg. Das ist Quatsch. So, dann kann hier schon mal Petroleum rein. Wir machen das mal nach da. Den Vorteil, dass wir vielleicht noch ein bisschen Temperatur mit reinbringen durchs Ton. Durch den Ton. So, hier machen wir dann nährstoffreiche Erde. Zack. Mit Magie. So, dann können wir hier eigentlich schon... dicht machen. Die Leitern können wir jetzt auch tatsächlich weghauen. Und dann werden wir da jetzt noch ein paar Sauerstoffpumpen reinbauen. Ich weiß noch nicht wie viele, aber wir können da ruhig einen ganzen Arsch voll reinbauen. Was wir dann nutzen, ist im Endeffekt auch egal. So, Temperatur. Goldamalgam sollte auf jeden Fall reichen. Hallo. Könnt ihr das schon mal wieder wegräumen hier? Aber hier könnt ihr auch mal alles wegräumen. Da müssen wir noch Autoabfüllung aktivieren, damit da Petroleum reinkommt. So, und dann können wir anfangen. Gaspumpen. Ja. Machen wir es so. Ich glaube, mehr werden wir nicht brauchen. Ach, Strom brauchen wir auch noch, ne? Ja, dann nehmen wir doch mal den neuen Kreislauf hier. Ich hoffe, wir kommen überall dran. Ansonsten müssen wir gleich nochmal eben hier ein paar von denen zerlegen. So, dann können wir hier schon mal sagen, ich hätte gerne Schleim, der da rein soll. Ich nehme auch wirklich jetzt nur Schleim, keinen verrotteten Haufen, keine verschmutzte Erde. Könnte man theoretisch auch nehmen, aber kann man besser als Futter für die Pokis nutzen.
Na, hier müssen wir noch mal eben einen zerlegen. Ach, jetzt weiß ich wieder wofür. Idiot, ja. Jetzt weiß ich wieder wofür. Na? Kommt, kommt, kommt. So. Also, dann können wir hier schon mal einstellen. Sand. Hier können wir sagen Schleim, ja. Und hier kommt rein. Ist das schon irgendwas ausgewählt? Nee. Bildermaterial. Ist doch über mit Petroleum drin, oder? Ja, okay. Ich war gerade ein bisschen skeptisch, ob wir hier irgendwo noch ein Loch drin haben. Aber ne, sieht gut aus. So, dann müssen wir die Schleim mal da rauskicken. Ich glaube nicht, dass wir hier großartig noch Pokis brauchen bei der Menge an Fossilien. Das Schumchen schon wieder am Jodeln. Unfassbar. So, und dann sagen wir hier gleich, noch nicht jetzt, dass da Schleim rein soll. So, hier wird schon mal munter beladen. So, nee, Sauerstoff sieht hier wieder gut aus. Wie sieht's hier aus? 168,4 Grad, sehr schön. Dann können wir hier schon mal wieder aufräumen lassen. Also die Menge, die da an Meteoriten runterkommt, ist unfassbar. So, was sagt der Drucker? Ich glaube, wir können uns mal wieder einen neuen Duplikanten leisten. Ich nehme gerne mal jemanden zum Graben, weil ich mit unseren Startduplikanten vielleicht noch die ein oder andere Raketenreise plane. Deswegen nehmen wir mal ein paar Gräber und Bauarbeiter an. Das heißt, der Max kommt dazu. Und ja, ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, euch den Max zu schnappen. Mit Ausrufezeichen Join könnt ihr der Verlosung beitreten. So, verschmutztes Wasser sollte anliegen. Ach, ich würde das jetzt gerne hier fertig haben. Schaut mal, da haben wir doch ein paar Leute.
Hallo an die Lurker, die es nicht lassen konnten. Ah, ist nicht mehr viel drin. Ist krass, wie das hier am Schwanken ist. Warum? Okay, so, dann können wir uns schon mal überlegen. Ja, eigentlich brauchen wir nicht großartig überlegen. Wir nehmen eine Leitung von hier und knallen die nach hier hin. Und das ist gar nicht so ewig viel Aufwand. So, wir werden dann hier einfach kappen. Und dann kann er da in die Mitte reinlaufen. Dann haben wir es erst schon ziemlich einfach sogar. Problem ist, dass es, glaube ich, nur funktioniert hatte, wenn man hier vorher auch wirklich ein Vakuum reingepumpt hat. Deswegen will ich da jetzt auch gerade nicht zu voreilig hier Fidelia hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, willkommen an Bord. Wo haben wir dich denn? 2 jetzt ein Max, ne? Ja, ja. So, Fidelia. So, Fidelia hat auch... Hat auch einen Platz in der großen Halle und auch ein Bett. Ich will das jetzt am Laufen haben. Okay, dann kann ich es ja schon mal erklären. Was passiert jetzt hier gleich? Wir werden jetzt hier gleich einen Wasser reinlaufen lassen und auch Schleim reinlaufen lassen. Beides dient der Gewinnung von verschmutzten Sauerstoff. Ui, hu. Hi, grüß dich. Mir fällt da gerade ein. Ich glaube, wir werden nochmal hier einen Hydrosensor dran setzen und das Ganze nochmal automatisieren, damit das nicht rumbuggen kann und wir definitiv nur hier unten auch verschmutztes Wasser haben. Ja, und was passiert dann? Dann haben wir hier in diesen beiden Bereichen haben wir dann verschmutztes Wasser, verschmutzten Sauerstoff. Unten werden wir verschmutztes Wasser haben. Und dann ziehen sich hier die Lufterfrischer durch das Petroleum hindurch den verschmutzten Sauerstoff nach oben. Das Ganze funktioniert dank einer Mechanik, nämlich, dass die Lufterfrischer, glaube, so kann man es besser sehen, können nämlich zwei Felder nach oben und unten den verschmutzten Sauerstoff ansaugen. Zwei Felder bedeutet, ab hier können sie es ansaugen und ziehen es dann durch die Petroleum-Schicht nach oben. Das Ganze ist so stark, dass es sogar hier auf über 2 Kilo geht, weil die Dinger nicht auf Überdruck gehen. Das heißt, die wandeln trotzdem weiter um, selbst wenn der Druck hier ziemlich massiv wird. Ist eine ganz coole Geschichte gerade. Gerade um es relativ einfach zu entkeimen und viel Ton zu gewinnen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das mit diesen Tanks zu machen, ne, was man auch mal ganz gerne genutzt hat, Flüssigkeitstanks volllaufen lassen und zerlegen. Und das spart man sich dann einfach dadurch. Ja, und warum Schleim und verschmutztes Wasser? Ganz einfach, weil das eine vielleicht mal leer ist und dann hat man das andere noch. Ist halt einfach nur ja, eine Backup-Quelle. Wo ist denn das Petroleum hier geblieben? So, hä?
Hä? Ist doch jetzt ein Scherz. Schön. Wir brauchen nochmal Petroleum. Irgendwie gast hier gerade der Schleim aus. Ehrlich. Das war genau so gewollt. Wir haben übrigens ein Vakuum. Dann können wir jetzt hier die Sachen zerlegen. Nochmal. Das Zeug, was du in die Welt aber packst, ist arschkalt. Ah. Okay. Das macht sogar Sinn. Dankeschön. Dann machen wir jetzt eigentlich einfach. Ach, ganz ehrlich. Machen wir halt so. Dann machen wir es halt so. Dann kommt hier halt ein bisschen dreckiger Sauerstoff raus. Ist auch egal. So, dann können wir jetzt hier alles wegräumen. Dann machen wir hier dicht. Ganze CO2 da jetzt reingekommen. Ich meine, das wird wahrscheinlich kein Problem sein. Wahrscheinlich. Was wir ausprobieren könnten, wäre hier. Nee, stopp, das geht nicht. Puh. Glück gehabt. Nee, gefriert die Eckschleuse da unten nicht? Nee, wir machen jetzt eh dicht. Das sollte dicht gemacht werden. Wenn sie da friert, dann gefriert sie halt. Oh. Irgendwie kommt ihr da nicht mehr weg, ne? Hoffe ich, dass wir das da auch gleich noch fertig haben. Sobald das fertig ist, können wir es in Betrieb nehmen. Nee, das also nicht. Ja, das macht keinen Sinn, das stimmt. Das müssen wir nochmal ändern. Das war's mit der Petroleumschleuse. Mann. Mann! So kurz vor fertig. ich hätte die scheiß Luft. Nee, hätte ich auch nicht machen können. Hallo Beast. Dadum. Okay, das machen wir jetzt ganz einfach. Wir laden jetzt. Es ist jetzt nicht so, als wenn wir das nicht könnten, aber ich habe gerade keine Lust, das wieder zu machen. Hey Conny, dein Vakuum ist kaputt. Schnauze. Der ist nicht eigentlich immer recht. Was guckst du so, Schumchen? Weil ich neu lade? Ja. Ist das schon geliefert? Nein. Hallo? Könnt ihr die Förderschienenbrücke zerlegen? Du ladest neu, das macht man nicht. Ja, du hast recht. Eigentlich nicht, aber ich habe gerade keine Lust.
jetzt neu bei so einem kleinen Fehler. Ja, das ist kein, das ist halt, eigentlich ist das kein Thema, ne? Aber es hätte jetzt einfach wieder eine halbe Stunde gedauert, bis wir ein blödes Vakuum da reingesetzt haben. Und das hat mich gerade, ja, hätte mich geärgert, ja. Bin ich ganz ehrlich, das hätte mich geärgert. Nein, ich finde das ja okay, wenn man nicht neu ladet. Normal mache ich das auch nicht, aber ich habe jetzt gerade keine Lust gehabt, jetzt nochmal wieder eine halbe Stunde zu warten. Erinnere dich, wenn du nächstes Mal brüllst. Ja, du lädst ja auch immer neu, wenn irgendwelche Katastrophen passiert sind. Das ist ja jetzt keine Katastrophe, das ist einfach nur Zeitaufwand. Jesse lädt immer neu, wenn alles voll in die Hose gegangen ist und sie das wieder richten müsste. Oder wenn Duplikanten sterben. So, ich glaube, dann haben wir es doch jetzt, oder? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? So, dann würde ich sagen, Wassermarsch. Dann können wir jetzt hier absperren. Nee, das glaube ich nicht, Kerstin. Das Wasser, was hier ankommt, ist ja auch warm. Hallo, Frau Ziller, ich grüße dich. Oder Chlor die komplette Karte flutet und ich zu 100% weiß, dass ich mir damit alle Duplikanten sterben. Die Tür aufgemacht? Oh. Danke. Na, jetzt kann man schon sehen, dass sie zwischendurch hier arbeiten. Kalter Sand, kalter Schleim, kalte verschmutzte Erde. Wir werden sehen. Wenn nicht, ziehen wir da gleich halt einfach noch die Dingens durch. Ach komm. Bevor ich mir gleich wieder anhören muss. Ich habe gerade die perfekte Gossman für mich bekommen. Die kann bauen, graben und Mechatronik. Und sie furzt. Aha. Okay. Ein. Ich muss mir jetzt einen Spruch verkneifen. Achso, ne. Vielleicht ein bisschen früh. Ach, egal. Kurzer sind die besten, ey. Es hätte sich nicht auf die Furzer bezogen. Wenn ich in der Kolonie bin, bin ich auch immer am Furzen. Bin laktoseintolerant. Ich kenne ihr Leiden. Ja. Mit 200 Kilo. Jetzt werden wir mal gucken, wie das so mit dem Schleim läuft. Schleim. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht einfriert.
Okay, der Schleim ist relativ schnell warm geworden. Aber... wenn das so unter Dauerbelastung läuft, könnte das schon doof laufen. Machen da noch eine Förderschienenzählersperre dran. Und werden dann die Menge, die da durchläuft, auf ein Kilo begrenzen. Mir nicht. Oh. Na, wir könnten natürlich auch einfach den Ton direkt dahin liefern, ne? Wäre eine Möglichkeit. Wenn du die Schleimförderschienen eins hochsetzt, damit sie durchs Wasser. Komm da nicht mehr rein, Didi. Ich kann da nicht mehr rein. Die Schleuse hat's dahin gerafft. Habe heute Pips diesen Salat anpflanzen lassen und eine automatische Farm damit gebaut und werde immer besser. Nur blöd, dass ich den Herd neu gesetzt habe. Vergessen habe, das Kochen als Auftrag zu machen und meine Dupes sind fast verhungert. Das ist ja auch nicht so sinnig. Oder Wasser bei unter 2 Kilo abschalten? Wieso das Wasser abschalten bei unter 2 Kilo? Warum pinkelt ihr schon wieder irgendwo hin? Was ist hier schon wieder los? Willst du mich verarschen oder was? Geht auf Toilette! Wow, warum hat er denn jetzt da hingepinkelt? Du kleine Potsau, wer war das? Noch einer! Ach, kann sein, dass die Toiletten gerade nicht erreichbar waren hier, wegen, weil ich da umgestellt habe. Nee. Einen kleinen Ferkel. Dass die immer da überall hinschiffen müssen. 3 Toiletten für 22 Dupes, ja. Es geht. Die gehen ja sowieso meistens in der Freizeit auf Toilette. Und die Freizeit geht hier ja 3 Blöcke plus hinten nochmal Badezeit. Das ist ja das Blöde daran, dass sie halt auch in ihrer Freizeit auf Toilette gehen. Ja, das wäre viel, viel, viel sinnvoller, wenn die einfach erstmal essen gehen würden, statt auf Toilette. Warum brauchen wir da dran noch? Und eine Automatisierungsgabel. Wir haben ja mittlerweile 5,5 Kilo Sauerstoff hier drin. Ja, oder einfach in der Dusche pinkeln. Viel gesünder für die Natur. Ist, glaube ich, nicht richtig. Hä? Ich hätte den jetzt hingekriegt. Oh, wow. Warum seht ihr sowas immer und ich nicht? Ist weniger Wasserverschwendung. Ah. Okay. Gut zu wissen. Oh, 6,3 Kilo. Passe heute mal auf und zocke nicht selbst, selber nebenbei. Ach cool, freut mich, toll. So, Feuer frei. Das Kalte jagen wir natürlich in die Schutzanzüge. Ich dusche selten, ich bade oft. So viel zu Wasserverschwendung.
Bleistein kann da ab und zu noch Dinge tun, aber wenn Salat läuft, kann nur Bleistein oder Salzwasser ausgehen. Wenn er es mit Pips angepflanzt hat, dann kann auch das nicht ausgehen, Jesse, weil es da nichts kostet. So, dann können wir da den Elektrolyser-Moped können wir ausstellen. Ja, noch Fragen zu dem Setup? Also tut's auch ganz gut gerade. Das Petroleum ist übrigens wieder flüssig. Ja, was ist genau... Ja, was genau ist dieses Setup? Es ist eine Sauerstofferzeugung aus Schleim oder ihr könnt auch verschmutzte Erde nehmen oder dreckige Haufen oder verschmutztes Wasser. In meinem Fall ist es verschmutztes Wasser und Schleim. Und daraus stelle ich jetzt Sauerstoff her und Ton. Und das ist relativ zügig. So, allerdings werden wir jetzt hier noch ein bisschen was dran ändern, weil der Ton, der hier relativ viel ankommt. Wie kalt ist eigentlich der Ton? Oh, minus 36 Grad, okay. Den werden wir einfach mal statt nach da zu schmeißen, einfach hier hinschmeißen. Macht nämlich so gar keinen Sinn, das da wegzuschmeißen, wenn wir da hinten die Dingens haben. Also wie viel und wie schnell ihr den Sauerstoff hier erzeugt wird, das ist eine Sache von wie groß baut ihr das und wie viel Sauerstoff und Schleim habt ihr, um das da rein zu fördern. Das ist an sich nur eine Frage der Fläche. Ich denke mal, zwei Pumpen zusätzlich gehen hier noch ohne Probleme gerade dran. Aber, keine Ahnung. Im Großen und Ganzen ist es direkt auch ein unendlicher Tank dadurch, dass die Dinger hier halt nicht auf Überdruck gehen. Also es gibt hier kein... Ja, kein Flaschenhals, der das Ganze hier zum Erliegen bringt. Im Gegensatz zum Beispiel bei den Elektrolysern. Aber ist natürlich im Gegensatz zu den Elektrolysern eine sehr stromfressende stromfressendes Setup. Elektrolyser sind ja strompositiv und die sind halt extrem negativ. Allein durch die Pumpen, Räumer, die Lufterfrischer. Aber ihr gewinnt auch jede Menge Ton, was auch nicht verkehrt ist. Ja, das mit den Pips ist echt eine Wissenschaft für sich. Bräuchte da auch... Ja, es gibt auch, genau, das Pip Planting Overlay. Kann ich nur empfehlen. Hatten wir im letzten Stream auch gesagt. Ne? Das zeigt dann direkt an, wo du was pflanzen kannst. Zum Beispiel hier. Und wenn nicht, warum nicht? Ne? Hier steht es direkt Too Many Plants. Na, hier würde es überall gehen. Hier ist die Temperatur too low oder too extrem. Temperatur ist zu extrem. Und blau, pressure too low. Also hier unten würde es zum Beispiel nicht. Also sie ist sehr hilfreich. Also es hat mir auch oft schon dabei geholfen zu verstehen, warum es manchmal nicht geklappt hat. Hölle, check! Muss ich mir erstmal angucken. Das muss ich mir erstmal angucken. Das glaube ich ja noch nicht. Fidelia, was ist da los? Warum hast du Hunger? So wahrscheinlich, weil du noch nicht so schnell bist und auf dem Weg fast verhungert wärst. Ein Pufft. Fuck. Ein Pufft. Ein Pufft. Ja, auf jeden Fall mal erfrischend anders. Im Gegensatz zu den Elektrolyser-Setup, die ich nicht mehr sehen kann.
Und Sonntag müssen wir schon wieder eins bauen. Na. Ich hatte trotzdem gehofft, dass wir hier hier auf Rost gehen könnten, halt auch für New Game Plus. Aber es ist halt echt nicht viel Salz hier auf der Karte. Es ist super wenig Salz. Und bei New Game Plus ist das tatsächlich ein Riesenproblem, weil wir haben halt auch kein Salzwassergeysir. Wir werden hier und da wahrscheinlich Sohle haben, die gefroren ist. Aber die müsste man halt auch erstmal dann. Die müsste man tatsächlich dann halt auch erstmal auftauen, um es dann zu entsalzen und dann auch zum Sauerstoff gewinnen. Ich weiß nicht, das ist schon ein Riesenumweg. Und ich denke, Schleim wird es auch in New Game Plus wieder geben. Ich bin gerade nicht sicher, ich glaube ja. Und dann wäre das nämlich eine ganz nette Geschichte, um auch an ein bisschen zusätzlichen Sauerstoff zu kommen. Ja, deswegen wollte ich das auch gerne ausprobieren. Weil Wasser halt New Game Plus auch tatsächlich eher rar ist. Alles, was an Wasser da ist, ist Eis. Das heißt, wir müssen es erschmelzen. Das kostet Energie. Und daher hatte ich mir überlegt, wäre das eigentlich eine ganz coole Sauerstofferzeugung. Zumindest unterstützend. So, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich habe nichts eingestellt. Ist hier schon zu Ende. Teilweise. Das löst sich hier schon auf. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es so schnell geht. Dann gehen wir mal auf, keine Ahnung, 3 Kilo oder so. Es soll ja wenigstens ein bisschen rotieren. So, und dann werden wir hier tatsächlich hingehen und das Ganze jetzt mal isolieren. Das hilft nämlich dann auch dabei, dass das nicht so ewig kalt hier ist. ASMR, was? Schleim gibt es einiges, genau. Deswegen war das so meine Überlegung, wie wir oder wie ich noch an zusätzlichen Sauerstoff ganz gut drankommen. Das war jetzt für mich so ein kleiner Test hier. Können die Plastikpressen überflutet werden? Stimmt. Ja, da wollte ich eigentlich auch nochmal einen kleinen Test ausprobieren. Wie sich das so in einem eigenen Dampfraum denn wohl verhält. Weil die Dinger machen schon massiv viel Hitze. Und alles, was man nachher in New Game Plus an Hitze hat, kann man natürlich super nutzen, ne? Ja, da überheizen sie schon.
Wie kommen wir jetzt weg? Ich will das mit dem Dampfraum ausprobieren. Muss nur aufpassen, dass dein Plastik nicht schmilzt. Ja, deswegen auch einen eigenen Dampfraum. Die Idee dahinter ist, einen eigenen Dampfraum dann zu haben, nur für die Plastikpressen. Und ja, hoffentlich baut das keiner von hier. Sonst gibt es gleich was auf die Mappe. Und dann die Steuerung halt dementsprechend. War auch nur zur Hälfte eine Suggestivfrage, obwohl ich mir nicht sicher war. Bei 28 Grad. Aber ich weiß nicht, ob wird. Ich weiß halt nicht, ob das so massiv hier ist mit dem Schleim. Wir werden sehen. Ich wollte es hier eh weg haben. So nämlich. Egal mit euren komischen Suggestivfragen da. Das hätte ich noch gerne hier hoch und dann können wir den zerlegen. So, hier können wir mal wischen. Dann bauen wir einen kleinen Dampfraum noch. Aber oh. Okay, entweder ist der Wärmetauscher aus Blei ziemlich kacke, was natürlich sein könnte. Oder das Ding ist tatsächlich nicht effektiv genug, um eine Dampfturbine zu runterzukühlen. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Wieso, wer hätte es gedacht, Kerstin? Inwiefern? Der braucht echt zu lange. Der schafft es nicht. Da ist ja voller Arsch. Die Dinge, die Clay neu ins Spiel gebracht haben, auf Anhieb perfekt funktioniert. Er funktioniert halt schon, ne? Aber er ist halt sehr träge. Leider. Ich habe leider kein Alu. Es würde mich halt interessieren, ob. Na, obwohl, nee. Es würde keine Sau wieder anfangen, dafür Alu zu bauen. Haben wir dahinter die Platten? Ja. Das ist schon ein bisschen armselig, leider, ne? Boah, Alter, ist das Ding laut. Das ist leider schon echt ein bisschen armselig, dass der Wärmetauscher, heißt, nicht so viel Wärme übertragen kann wie einfach Radiatorleitungen. Das ist echt leider sehr armselig und scheiße gemacht. Das
man einfach mal so sagen. Also das Ding ist halt nicht nutzbar für Sachen, die tatsächlich auch sehr viel Wärme dann oder sehr viel Energie austauschen müssen. Schnell vor allen Dingen, schnell. Nicht viel, sondern schnell. Leider echt kacke. Ist jetzt nicht dein Ernst, Heidi, dass du jetzt hier kurz bevor du dieses eine Rohr gebaut hast. Ach, egal. Aber du nervst. Ruhe jetzt. Meine Güte. Unfassbar, wie laut die Dinger sind. Und da einer? Ja. Ach, siehe da. Das Petroleum geht direkt runter. Die Dampfturbine kühlt direkt runter. Boah, ist das scheiße. Das ärgert mich jetzt gerade wirklich, ey. Das ist leider richtig, richtig kacke gemacht, das Gebäude. Die Idee dahinter ist richtig gut, aber es kann halt nicht sein, dass der Wärmetauscher heißt, schlechter ist als die Radiatorrohre. Bei gleichem Material. Ein hier bei den Minenroboter, da kommt es halt nicht drauf an, dass das so schnell gekühlt wird. Ne? Da gibt es halt lange Phasen, wo das dann egal ist. Das ist schon echt doof. Leider echt kacke, das Teil. Ja gut, aber ganz ehrlich, war ein Versuch wert, kann man natürlich so machen, wieder weiterhin. Ist für die Minenroboter halt trotzdem eine ganz coole Geschichte. Also dann werde ich es halt nur dafür benutzen. Ist ein bisschen schade. Sehr einseitig, aber es funktioniert wenigstens. Zumindest bei den Minenrobotern. So, ja, es war sinnig, das wieder auf 20 Kilo zu stellen. Dachte ich. Wie funktioniert das hier nicht richtig? Keine Ahnung. Temperatur geht. Also es wird hier gerade nicht zu kalt. Wenn doch, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Müssen wir jetzt zur Not noch irgendwas wieder reinbauen. Na, ich denke mal, die Temperatur von hier wird jetzt auch wieder ein bisschen wärmer werden. Vielleicht müssen wir mal das Erdgas loswerden. ja, und dann würde ich sagen, Dampf ist auf jeden Fall warm genug jetzt. Wir haben fast, keine Ahnung, wie viel Kilo haben wir jetzt hier? Um die 600 oder so. Also die Menge ist auch ausreichend, dass wir gleich mal anfangen können mit der Rakete. Wenn wir hier oben noch ein bisschen erweitern müssen und dann bauen wir hier gleich irgendwo die Rakete hin. Zwei oder mehr. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber dann können wir das hier super erweitern. Haben wir ja schon am Anfang gemacht. Müssen wir halt nur noch ein bisschen weiter bauen und dann basteln wir da ein bisschen Raketen hin. Ja, und das machen wir dann gleich nach einer kurzen Pause. Ja, 5 bis 10 Minuten machen wir Pause und dann geht's direkt hier in die Raketengeschichte. Ja, und an meine lieben YouTube-Zuschauer, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!